Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hauptfahrt mit dem Kellerkind. So, ich bin vom Sägeweg 1 auf dem Weg zum Palettenwerk. Wir haben uns den neuen Trailer geholt, wo wir ja, 8 Paletten drauf bekommen und ein bisschen vernünftiger gestapelt sind. So, der ist alleine hin unterwegs. Der Ergo-Star müsste wieder genau vor der Strohscheune stehen. So. Also noch ist sie an. Entleeren. Dann fahren wir den kurz auf die Straße. Dann hat er den nächsten Kurspunkt. So, dann können wir weiter mal schauen. Hier läuft noch alles. Hier können wir abtanken, aber ich muss nach oben schalten. So, wie viel haben wir denn jetzt drin? Wir sind fast voll, ne? Wo war die? Ja, wir sind eigentlich übervoll hiermit. So, 4000 würden ja noch reinlaufen und dann wäre ja mit 8000. Ich werde den aber trotzdem nochmal losschicken. Weil wir wissen ja auch, dass die Brauerei Wasser braucht. Und da werden wir dann, sag ich mal, von hier aus eben drüber fahren, wenn er dann voll sein sollte. Hier die Deckel können wir auch mal wieder aufmachen. Obwohl, ich glaube nicht, dass wir die da heute was reinfahren werden. Aber wer weiß ja nie. Du stehst mich da auch schon. So, du gehst hier auf dem Feld, holst das Stroh weiter runter. Genau. Ach, der LKW ist schon da. Genau. Dann können wir gleich mal eine Ladung Paletten mitnehmen. Ja, es war zu stark eingelenkt. Der Anhänger lenkt nämlich mit. So. Bisschen weiter nach außen. Und abladen. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ah, ist quasi voll. Können wir hier mal einmal abändern auf Paletten. Können wir vernünftig drüben reinrangieren. Aufnimmt.
mal die ersten weggenommen. Jetzt nehmen wir uns hier vorne die noch weg. Jetzt haben wir den voll. Aber wohin jetzt damit? Sollen wir die erstmal wieder zum Hof fahren? Bei so einer Menge irgendwo abzuliefern ist auch nicht gut. Aber wir sind ja hier in Berg, wo auch der Händler ist. Dann werden wir schauen, dass wir beim Gewächshäuser ein bisschen was stehen lassen. Ein paar Paletten. Vielleicht hier vorne an der Seite direkt. Wenn die Büsche aufhören. Z. So. Dann machen wir die mal wieder an. Ja, noch zwei. Und wir nehmen noch zwei weg. So. Schalten wir den mal aus. Und dann drehen wir um und dann werden wir nochmal zur Flaschenfabrik fahren. Die ist ja auch hier in Rheinsberg. Und werden uns Flaschen mitnehmen. Vielleicht für die Brauerei, vielleicht auch für was anderes. Weil da kann momentan auch nichts mehr weiter produziert werden, weil eben die Spawnplätze voll sind. Marmelade wird auch noch produziert, momentan nur noch Erdbeer. Bei Himbeere habe ich nichts mehr da, da müssen wir auch mit dem Bucher vielleicht mal vorbeifahren. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier die Paletten weg. Ich auch vorne rumfahren, weil der ist jetzt voll. Jetzt nimmt er mehr von nirgendwo mehr andere Paletten mit. Ach, der ist doch doppelt gestapelt. Jawohl. Also kriege ich die ja komplett mit. War jetzt nicht gewollt. Den stapelt ja auch doppelt. Genau. Gut, dann kriegen wir ja auch einiges mit hier.
Lassen wir jetzt nur die eine mal hier stehen. Oder auch nicht. Jetzt ist sie drauf. Aber wird ja sofort weiter produziert. Oh, Paletten waren ja dann noch. Ein paar Stapel. Zwei Stapel auf jeden Fall. Ansonsten ist ja die Palettenfabrik hier gleich nebenan. Nehmen wir hier was mit? Auch mit. Gut. Dann warst du aber voll. Haben wir die drei Paletten Marmelade auch mitgenommen. Müssen wir auf dem Hof mal aussortieren, wo was hinkommt. Bei den Flaschen wissen wir ja schon, die gehen wahrscheinlich in die Brauerei erstmal rein. Hopfen hatten wir auch angeliefert, Wasser ist unterwegs. Jetzt nehmen wir den Kurs zum Hof, Händlerhof. Und sag mir, wann er da ist. So, zu dir wollte ich. Du hast Feld 92 fertig. Würde hier vorne den kleinen Rest noch machen wollen. Und dann bin ich mit dir zufrieden. Dann können wir den Waldmann dran schicken, die Feld 92 anfangen anzusehen. Wir haben ja gesagt, wir machen auf allen drei Feldern das gleiche, also machen wir auf allen drei Feldern Roggen. Erstmal weg. Bis das Stroh da vom Feld ist, das dauert noch einen Moment. Wir können ja noch angehängt lassen. So. Hier haben wir auch ein bisschen was verladen. Da war der Kompost ja voll. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Jetzt haben wir hier den Fendt. Vorletzte Mal aufgetankt. Aber da können wir auch gleich nochmal Saatgut auf voll machen. Mit 180 Liter brauchen wir jetzt nicht zum Feld fahren. Das wäre Quatsch. Schräg komme ich nicht dran. Ich hätte weiter weg gemusst. Deckel ab. Oder nicht? Falscher Punkt. Hier ist der Deckel. Zack. Na, noch will er nicht. Und viel zu weit nah dran, schätze ich mal. So, jetzt. Genau zielen.
Jetzt bringen wir den erstmal zum Feld, bevor wir uns um die anderen beiden kümmern. Da ist Dinkel, Mischgetreide, Hirse, Mohn, Hopfen, Salat, Zwiebeln, Karottenkaffee, Senf, Erdnuss, Lavendel müsste das sein, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kölner Mais, Zuckerrüben, Weizen, Gerste, Raps, Sojabohnen, Ölrettich, Gras, Hafer, Roggen. Da sind wir doch. Feld 92. Nehmen wir den Kurs Kopan. Ist ja egal, ist ja 6 Meter. Spielt ja keine Rolle. Oh, jetzt haben wir zwei Kurse. Das wollen wir nicht. Löschen. Wir möchten nur den Kurs. Und er fängt da drüben an. Dann müssen wir einmal die Kurve machen. Oder einmal nach oben fahren. Um ihn dann zu starten. Erster Wegpunkt. Den entlassen und auftanken und dann laden wir den wieder ab. Da er ja selber hier nicht abtankt, finde ich das eine gute Lösung, dass wir immer diese Strecke hier rückwärts fahren, dann rausfahren und dann wieder auf den Kurs setzen und sammeln, und das macht er ganz alleine. Wir werden dann bei den nächsten Feldern wohl nichts mehr brauchen an Stroh, weil, nein, ich habe den Kurs gelöscht. Das wollte ich nicht. Oh. Wenn ich den jetzt zusammenbaue. Der Matz ist da. Du hast mich verunsichert. So, wir fahren dich mal rüber zur Brauerei, weil da werden ja die Flaschen benötigt. Marmelade werden wir irgendwo abseits hinstellen. So, wir laden erstmal hier die Flaschen ab. Wenn ich Pech habe, gehen hier auch nicht, werden hier weiter auch nicht angenommen. Flaschen auch schon voll. Ja, Flaschen sind wie auch schon voll. Die Trigger hier sind ziemlich klein gehalten. Dann
Schauen wir mal, dass wir die Paletten hier vorne an der Seite kriegen. Hier abgestellt. Ein bisschen weiter rüber. Dann schicken wir den auch mal zum Sägewerk 2 und schauen mal, was da an Bretterpaletten ist. Also Kurs Hof, Sägewerk 2. Sag mir, wenn du da bist. So, er ist am Ansehen, das ist schön. Du wartest hier. Ja, er fängt jetzt nochmal neu an, schätze ich mal. Aber den können wir doch auf Abhilfe schaffen. Wir werden einfach gucken. Kurse einblenden. Ist der letzte Kurs runter oder hoch? Dann werden wir ihn hier drauf schicken und dann sollte er eigentlich hier wieder weiterfahren. Versatz hat er nicht drin. Das sieht nur so komisch aus, weil das Feld so schräg läuft. Und dann sollte er auch hier weitermachen. Also nichts passiert, dadurch, dass wir den Kurs mal gelöscht haben. So, einstellen. Mit ihm werden wir jetzt einmal zurückfahren. Und dann kurz vor dem Hof einmal quasi den Kurs rausnehmen und dann weiterfahren Richtung Brauerei, die ja eigentlich fast gegenüber ist. Da oben ist der Strohsammelwagen, der Ladewagen dreht gerade um. Ja, kommen jetzt wieder zurück gleich. Fängt dann vorne gerade an. Seemaschine ist auch zugange. Er ist auch schon weit gekommen, finde ich. Sag ich mal, ein paar Bahnen hat er gezogen schon. Und noch nicht leer. Lassen. So, genau richtig. Dann fahren wir hier rum. Wir können hier dann Wasser ablassen oder loswerden, hoffe ich. Vielleicht ohne Anzeige. Ohne Anzeige. Dann kann hier auch schön weiter produziert werden. Und den LKW, den will ich einfach. Der hat ja Hopfen hingebracht.
werde ich jetzt auch zum Sägewerk 2 schicken, um Hackschnitzel zu besorgen. Einmal auch hier für die Kartonfabrik, die ja schon fast leer ist. Die hatte vorhin ja nur 2000. Spawnplätze sind voll, ich weiß, aber können wir die wenigstens mit Hackschnitzel wieder voll machen. Den Rest geht dann wieder zur Holzkohlefabrik, die ja am Arbeiten ist. Also Führungskurse, Schafhof, Sägewerk 2. Einstellen, sag mal, wann du da bist. Du bist auch noch unterwegs. So. Hier haben wir nur leer gemacht, dass weiter produziert wird, genau. Vielleicht können wir hier uns auch mal. Nein. Abkuppeln. Mal mit 8500. Da passen 30.000 rein. Kommen wir nicht weit. Den wollte ich ja eigentlich auch benutzen, wenn das mit dem nicht geklappt hat. Mit dem Joskin da wollte ich den für die Weinreben zu bestücken. Wollte ich den Anhänger benutzen, aber das läuft ja jetzt mit dem Joskin. Oh, hier stehen auch schon die Weinfässer voll. Würde dem entleeren erstmal und dann würde ich mit dem Anhänger zum Händler fahren und den verkaufen und was nur Größeres kaufen. Weil den Kompost, den wir hier produzieren, in den Weinbergen, kriegen wir nicht wieder zurück auf den Weinbergen. Also müssen wir den ja verkaufen. Aber da brauchen wir für einen vernünftigen und dann den Berg hier hoch. Da sehe ich doch schon wieder schwarz. Gut, wir fahren ja leer hoch. Das ist der Vorteil bei der Geschichte. Aber ich gebe überhaupt kein Gas und der schiebt so sehr. Die flachen Stückchen geht's, aber Ilzhofen. Wir müssen eigentlich nach Otterbach. Und dem. Was war das denn jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Und dem Komp. Was? Ich mache mir hier ein bisschen. Die war die doch hoch genug. Hat doch ganze Zeit nicht gestört. Wir müssen ja Richtung Otterbach. Also hier links. Dann schauen wir mal, was wir für einen Kurs haben. Wenn wir mit Sicherheit haben. Gucken wir hier bei den Teilkursen. Ilzhofen reicht ja, wenn wir erstmal nach Otterbach reinkommen. Lass mich mal einblenden. Ja,
Nehmen wir den erstmal. Einstellen. Aktivieren. Jetzt fährt er zwar nur bis zum Ortseingangsschild, aber das reicht uns ja schon mal. So, aber das soll es wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr schaltet nächstes Mal wieder da rein. Hier bei der Hauptfahrt mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.